zu unserer Sache da mit diesem Koalition des Widerstands. Also diese Idee ist sehr gut mit der Kultur, die du da gebracht hast. Aber wie steht es jetzt halt, das also, können wir ja auch mitmachen eigentlich. Und die zweite Frage ist nochmal mit Europa, wo ich ein bisschen die Angst habe, dass du am Schluss gesagt hast, dass es dann missverstanden wird als Merkels Europa. Also, das, ja, nein, ich habe dir gesagt, ich habe Angst, dass es missverstanden wird. Also weil das dann plötzlich, also das muss man ja auch irgendwie also so auf jeden Fall darstellen, dass es das nicht gemeint ist. Ja? Das ist nicht von dir gemeint, aber das muss so. Das war dir dazu. Deswegen ist es auch wichtig, denke ich mal, dass wir das noch vor den Wahlen machen. Ich glaube, deswegen ist es ja auch auf länderspezifischen Plattformen, dass jedes Land für sich das in ihrem Kontext bereden können und jetzt nicht irgendwie wir uns das alles für die anderen Länder ausdenken, sondern dass es jeweilige, sagen wir mal, nationale Plattformen gibt, die auf die kulturellen Bedingungen da Rücksicht nehmen. Ja, aber für mich ist eben die Angst, dass es dann in diese falsche reinkommt, in den falschen Kanal. Also das ist jetzt eine Angst, das ist nicht zwangsläufig, was ich gemacht habe. Ich habe diese Diskussion bei Attac gleich gehabt. Unter dem Motto, wir wollen dieses Europa nicht. Da habe ich gesagt, wir wollen ja auch ein ganz anderes Europa. Und wenn wir es nicht schaffen, das rüberzubringen, brauchen wir gar nicht anzufangen. Also okay, das muss absolut nicht, verstanden, muss aber klar rauskommen, das muss klar rauskommen. Was die andere Frage angeht, ja. Koalition des Widerstands, passt nahtlos, meines Erachtens absolut nahtlos. Vor allem die neueste Initiative, Hanna, berichtige mich, ist, dass die Koalition des Widerstandes, also das der Widerstand gegen die Sparpolitik, ausgelöst von Mikis Theorakis, dem großen griechischen Sänger, Tony Benn, dem britischen Arbeiterführer, die gesagt haben, wir müssen eine durch alle Länder gehende Koalition des Widerstandes organisieren. Und seit neuestem gibt es sogar eine Verbindung zu einem Außenposten in den USA. Also die Amerikaner haben das Ding selbst auch angepackt, haben es noch akzentuiert dabei. Aber das kann Heiner, glaube ich, besser erklären als ich. Und die haben als eine der letzten Aktionen eine Volksversammlung zum Thema Haushalt? Oder Heiner, sag mal bitte. Es ist am Montag im Guardian ein Brief veröffentlicht worden, offener Brief, unterzeichnet auch von jetzt einigen Parlamentsabgeordneten, auch Politikern, die für den April oder Mai eine alternative Volksversammlung, eine Versammlung des Volkes quasi anberaumt haben in London, um der Regierungspolitik ihre Gegenforderungen zu offerieren. Mhm. Also ich glaube schon, gerade an diesem Vorschlag merkt man, wie kompatibel das Ganze ist. Und eins, was wir uns überlegt haben, wissen wir auch, dass die Koalition des Widerstandes, die schon sehr viele internationale Connections hat, dass wir diesen Datenverteiler, soweit das zulässig ist, Heiner, auch für die Verbreitung unserer Initiative nutzen wollen. Ich muss noch eins sagen, wir machen nächste Woche übrigens noch ein Treffen. Da braucht sich nicht jeder eingeladen zu fühlen. Ihr könnt aber natürlich kommen. Ihr braucht euch nicht eingeladen zu fühlen, weil es eine Spezialveranstaltung ist für Ausländer, die in Berlin leben. Und das hat schlicht und einfach den Sinn, wir sind zwar die Brutquelle, ja, aber wir haben ja nicht den Quellcode, oder vielmehr den Quellcode geben wir ja frei. Da können andere mitdenken, die können also ihre Ideen hier einbringen, aber was noch wichtiger ist, die sollen die Ideen in ihre Länder bringen oder mittransportieren, sodass wir nicht nur über offizielle Kanäle gehen. Die können wie wir Facebook-Seiten aufmachen und können diese Idee in ihrer Sprache posten. Was wichtig ist, wir brauchen natürlich muttersprachliche Übersetzer dieser Idee. Wir glauben nicht, dass es so sein wird, dass man in jedem Land genau das nachmacht, was wir hier machen, aber es muss zueinander passen. Und übrigens noch ein gutes Zeichen, was ich vergessen habe zu sagen, in Frankreich gibt es gleich eine Gruppe, die, so scheint es zu sein, genau die gleiche Idee haben wie wir, die auch nach dem isländischen Verfahren eine Verfassungsdiskussion von unten lostreten. Und ich höre, ich habe noch keinen persönlichen Kontakt gehabt, dass sie schon im März mit einer Internetplattform an den Start gehen wollen.
Die haben im Moment eine sogenannte Europäische Bürgerinitiative gestartet, wo die Kommission, die Europäische Kommission aufgefordert wird, einen Bürgerkonvent für die Entwicklung einer europäischen Verfassung einzuberufen. Das, mit einer solchen Forderung muss sich das auch die Kommission beschäftigen. Wenn 1 Million Menschen aus 7 Mitgliedsländern diese Forderung unterschreiben, das ist durchaus eine Möglichkeit. Das bedeutet aber nicht so wahnsinnig viel, das ist im Prinzip nur Öffentlichkeitsarbeit, weil die Kommission natürlich auch sagen kann, was wollen wir mit dem Quatsch? Also sie sind nicht gezwungen, sich da ernsthaft mit zu beschäftigen, sondern sie müssen sich damit beschäftigen. Und sie müssen mit der Wasserprivatisierung. Ja. Oder zum Grundeinkommen. Also, wann soll das Treffen stattfinden? Das soll nächste Woche Mittwoch am 13. passieren. Wo, hier oder? Hier. Und dann circa, aber das haben wir noch nicht terminiert, eine Woche später mit Künstlern. Da geht es also eben um solche Flashmob-Ideen oder wie können Künstler sich da einbringen und welche überraschenden Aktionen kann man vielleicht noch starten. Hallo. Das ist eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, dass in anderen Ländern diese Initiativen von sich aus entstehen. Das ist, glaube ich, so eine energetische Sache und eine Frage der Notwendigkeit. Wir sind ja hier quasi nicht auf einem Biotop ganz alleine, sondern andere Menschen denken auch mit. Aber was ich eigentlich sagen wollte zum Thema, weil er gefragt hatte, wegen der den Unterschied ausmachen. Also weil die Gefahr ist tatsächlich da, dass wenn man über Europa spricht, dass diese, dass es sehr schnell ausgelegt wird, als wäre es eine politische Angelegenheit und das würde aus der Richtung der Regierungen kommen und so weiter. Und ich glaube, wir können uns da relativ gut von abheben, wenn wir bei der Präsentation der ganzen Sache nach außen eben sehr wenig technokratisch als auch viel mehr emotional wirken. Also, wobei da wieder die Gefahr hoch ist, dass man da so einen Krall nach rechts oder links vermutet. Aber eben durch Fragestellungen wie zum Beispiel, wie wollen wir unser Europa tatsächlich oder irgendwie so, also ein bisschen besser formuliert, ein bisschen kurzer, knapper und emotionaler, aber so, dass die Menschen diese Frage sehen, als Slogan sozusagen oder als Frageslogan und sich berührt fühlen tatsächlich. Und nicht eben irgendwie sowas wie unser Europa oder irgend sowas jetzt in Merkel-Floskeln. Also da muss man da hast du halt das große Problem, wie verkaufst du den Leuten, ich will ein Europa und ich will ein Europa, ne? Also ein Europa ist halt das politisch gemachte Europa, was schon eigentlich feststeht. Das eine ist EU und das andere ist Europa. Ja, aber der Otto Normalverbraucher, so nenne ich jetzt mal, ist nicht herablassend gemeint, aber der Otto Normalverbraucher sagt einfach, Europa und EU ist für ihn ein und derselbe Schrank. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, eben in den Designs und so weiter sich klar abzuheben. Also bildlich sozusagen abzuheben, wenn du etwas präsentierst, dass es eben nicht die klassischen europäischen Farben beinhaltet und so weiter. Also es gibt immer diese Überschneidung. Also es wird immer Leute geben, die dann irgendwie keinen Unterschied machen und irgendwie das Gleiche verstehen. Aber umso mehr wir das schaffen, das zu differenzieren, umso weniger an Leuten passiert es vielleicht. Also ausschließen können wir sowieso nicht. Ist es nicht so, dass es eigentlich an alle Menschen gedacht ist, dieser Aufruf, sich Gedanken zu machen, eine Verfassung, wie eine Verfassung aussehen sollte, was da drin ist, was denn wichtig ist. Und klar, wir sind in Europa, wir kümmern uns erstmal um uns, aber eigentlich denke ich, das ist eine Keimzelle, das sollte im Endeffekt sich ausdehnen, von mir aus weltweit. Oder, natürlich, ja. Wäre es dann nicht vielleicht sogar clever, dann auch die, zum Beispiel, wenn du von Ausländern sprichst, Nicht-Europäer quasi, die in Berlin sind, fast als Sprecher auftreten zu lassen, damit die Sache ganz klar von Anfang an da ist, es ist nicht die alte Europa-Masche, sondern was Neues. Oder das irgendwie durch den Titel. Ich meine, wenn du eine Kulturveranstaltung machst für Europa und Happiness, dann denken eigentlich alle, wenn man müsste eine Webseite runterstehen oder irgendein Slogan drunter, der klar macht, das ist nicht das Europa, was Sie wollen, sondern es ist das neue Europa. Man könnte ja von West-Eurasien sprechen oder so. Nein, aber das ist irgendwie, dass es so hundertprozentig klar ist, entweder macht man da mit, dann ist man aber für dieses nicht mein Europa, mein neue Europa. Steffen, du. Die Flüchtlinge. Das kam gerade vor kurzem. Als Diplomaten, als Koryphäen der Bewegung voranstellen. Dann hättest du die Sache klar, dann machen die Rechten auf jeden Fall nicht mit. Vielleicht wollen wir ein Neu-Europa.
Ich habe auch schon mal gedacht, man könnte einen europäischen Frühling ausrufen. Ja, aber das ist aber ein Wortspiel, was halt nicht in allen Ländern passt. Ne? Also einfach von der Sprache her nicht. Europe ist aber vielleicht zum Beispiel für einen Rumänen ist es ein Problem. Es sind aber auch die Nerven mit drin und das soll ja auch in Europa sein, was gut ist für die Nerven. Oh, ja, jetzt auch das Fest steht eins, also die Facebook-Seite ist im Moment noch im Stil dieser europäischen EU. Finde ich auch nicht so gut, wobei andererseits, man catcht ja eben auch Leute, die sich für das Thema interessieren und führt die ja nach und nach erst dahin, dass das wirklich ja nicht das ist. Muss man sich überlegen, wie man da strategisch vorgehen will. Aber wir brauchen neue Design und meine Idee war zu sagen, okay, wir könnten noch, um erste Leute zu interessieren, so eine Art Wettbewerb ausschreiben für ein Logo zum Beispiel, was man erwerben kann, wenn Interesse besteht. Und wir sammeln mal die besten Vorschläge und dann entwickeln sich das auch noch. Ja. Also der Obama hat jetzt gerade angekündigt, dass er sich um die Rechte der Einwanderer kümmern will. Da guckt man unheimlich interessiert hin. Wir haben das gleiche Problem bei uns. Die haben ja auch praktisch schon eine Mauer um uns gezogen. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken und abgeschoben werden, nur weil sie in dieses gelobte Europa wollen, was sie glauben, dass es gelobtes Land ist. Obama hat auch den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, Europa auch. Stimmt, Europa auch. Aber und nur Deutschland, denke auch, wir haben eine 160 Länder Waffen. Russland sind die Nächsten. Ich denke auch, wir brauchen begleitend zu dem, was wir an Plattformen aufbauen für diesen Bürgerkonvent selbst, brauchen wir auch eine Diskussionsplattform oder lass mich mal so sagen, eine Plattform mit begleitenden Leitartikeln. Also wo wirklich meinungsbildende Artikel drauf sind, wo bestimmte Problematiken dargestellt, aufgezeigt werden und wo auch eine, ja praktisch so als Material für die eigene Meinungsbildung. Die muss klar separiert sein von dieser Konventseite und natürlich braucht man noch eine dritte Seite. Nämlich da, wo einfach außer den Vorschlägen, das ist die Hauptseite, wo die Vorschläge eingebracht werden, eine zweite Seite, wo miteinander gechattet wird und alles Mögliche. Ne? Kennt ihr die Rainbow Family? Bitte? Die Rainbow Family? Nee. Das ist auch so ein weltweiter Stamm von Leuten, die auf der Basis von alles teilen und eben in Einklang mit der Natur, soweit es geht, zu leben, seit 40 Jahren erwachsen ist. Ja, fühle ich mich wohl. Oder 45. Und die haben immer so von den Indianern diese Redekreise eingeführt, wo ein Staat umgeht. Und solche Sachen funktionieren immer ganz gut, wenn man irgendwie Feuer hat. Das ist so eigentlich was Archaisches, damit die Menschen auch aus wirklich das rausholen, was wichtig ist, ist immer gut, wenn man sich so einrichtet, ums Feuer einen Kreis macht und dann lässt man es rumlaufen. Weil du gesagt hattest, mit Spaß. Ich hatte schon mal so eine Idee, weil ich so ein Netzwerk, ein Tausch- und Teilnetzwerk aufbauen will, dass man da, um das zu promoten, so Partys macht, umweltverträgliche, aber wirklich gut, mit Spaß, wo die Kinder betreut werden und wo es einen Relax-Raum gibt und sowas, wo es gutes Essen gibt und gutes und alles irgendwie auch zum reellen Preis und immer auch eine Redeecke. Dass es quasi zu so einem Standard aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt, so sieht die Party aus. Und die kommt dann immer hierhin oder dahin und die muss so toll sein, dass alle ganz wild sind dahin kommen zu wollen und dann werden solche Redekreise durchgehalten, dass man dann immer auch sagt, heute haben wir dieses Thema, aber nebendran ist auch die Tanzfläche, wo man zwischendrin mal tanzen kann und vielleicht eine Küche, wo man gemeinsam kochen kann. Kapiert, ja. Also ich finde sowieso, also Kitas ist im Moment so die Homebase, aber wir müssen auch aus dem Koop-Café rauskommen. Ihr könntet mal einfach sich das eindeutig ist,
dass man also nicht sagen, also den Punkt, den kann ich so und so auslegen, sondern das muss eindeutig sein und das muss jeder verstehen. Das ist meine Frage, hast du mich verstanden, so wie ich gesprochen habe? Ja, ja, ja. Okay, bitte. Ich wollte gerade fragen, wer hat jemand jetzt eine Liste der Arbeitsgemeinschaften? Weil das wäre so vielleicht noch eine AG Medien oder so machen da. Also mein Vorschlag wäre, dass... damit diese Sachen einfach nicht verloren gehen. Also ich könnte auch mitmachen bei der AG Medien oder so und gucken, ob man da irgendwie, was man da bündeln kann oder wen man da noch mit rankriegt. Also mein Vorschlag wäre, möglichst bald ein Arbeitstreffen zu machen. Also von Leuten, die sagen, ich möchte in einer dieser Arbeitsgruppen mitmachen. Das könnte man von mir aus auf Vorschlag Sonntag legen, damit man da mal einfach 2 Stunden Brainstorming macht. Einfach nur Aufgaben aufschreibt. Das ist wahnsinnig wichtig, das ist der Grundstock. Bevor man Antworten gibt, muss man Fragen haben. Und die Fragen sind im Allgemeinen das Wichtigste überhaupt. Ich würde sagen, Susanne, wir nehmen unseren Flipchart, stellen den hier hin und dann können wir hier das ganz gut festhalten. Vernetzung vielleicht. Also ich dachte mir, wir machen hier so Zettel schon und jeder trägt sich ein oder noch nicht. Ist es noch zu früh dafür? Wir können jetzt fragen, wie sieht das zum Beispiel mit Sonntag mit einem Treffen aus? Sonntag, weiß der Himmel, 14, 15 Uhr. Und könnten dann also schon mal aufschreiben, wer dabei sein möchte. Ich hätte auch einen Vorschlag zum Prozedere sozusagen, wenn man so ein Treffen wie heute hat, also angenommen, sowas gibt es alle 2 Wochen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass nach einer Dreiviertelstunde gemeinsam man dann mal für eine halbe Stunde in die verschiedenen AGs geht, damit man auch kurzfristig nochmal sich ganz schnell wiederfinden kann. Die AGs sollten sich vielleicht auch natürlich auch und im Netz korrespondieren können, aber eben vielleicht dazwischen drin einmal treffen und dann immer bei so einem allgemeinen Treffen einen kleinen, also eine halbe Stunde reicht vielleicht auch schon für die AGs, dass die mal kurz ein Schrittchen weiterkommen und dann nochmal kurz hier Ergebnisse vorstellen oder aktuellen Stand. Ja. Dass man dann, dass es auch flüssig ist, weil dann könnte auch jederzeit einer sagen, okay, das interessiert mich, da gehe ich jetzt mal rein in die AG, wenn es nur für 2-3 Wochen ist und dann... Also ich greife nochmal auf, ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, Arbeitsgruppen auch innerhalb solcher Plenumsitzungen, sondern regelmäßigen Treffen ermöglichen zur kurzen Unterbrechung. Und würde noch was Eigenes hinzufügen, es könnte den Vorteil haben, dass also dass 3 Experten, die, wenn zum Beispiel das Stichwort XY kommt, dazu 3 unterschiedliche Meinungen sagen, rausgehen würden und würden sich kurz untereinander verständigen. Genau. Wäre das nur so der Gedanke? So was nach der Frage. Um eben, was du gesagt hast, dass man eben nicht ewig meldet, sondern wenn man mal kurz die Themen zusammengetragen hat und dann gehen diejenigen, die in der Arbeitsgruppe sind und diejenigen, die sich für das Thema interessieren, in verschiedene Ecken, kann man auch mal kurz eine rauchen gehen oder so und eine halbe Stunde später trifft man sich wieder und jede Arbeitsgruppe hat sozusagen einen Sprecher oder 2 und sagt kurz, ja, wir haben das und das gemacht, wir sind jetzt so weit, wir wollen als nächstes das und das angehen. Susanne, willst du mal so einen Zettel rumgehen lassen? Ich gehe mal eben zu Heiner hoch und frage, ob wir Sonntagnachmittag hier rein können. Ja. Dann frag das erstmal, bevor ich lassen, ja, nur, also wir können ja schon mal feststellen, wer hat Interesse an der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. Okay. Das wäre so gut, wenn alle ihre E-Mail-Adressen nochmal aufschreiben, weil das letztes Mal auch gemacht, um einfach einen Verteiler zu machen. Legen wir uns auf den Schreibtisch, ja. Aber also, oh, bitte so schreiben, dass man es auch lesen kann. Ja, das war ja, danke.
Ja, ich lass mal rumgehen. Möchtest du noch irgendwie Eintrag dazu? Also vielleicht die E-Mail-Adresse Interesse, was man an welcher Arbeitsgruppe oder welche Bereich man vielleicht sollte man erstmal beschließen, was man für Arbeitsgruppen hat. Ja. Wenn man jetzt den Zettel rumgehen lässt und jeder irgendwas beschreibt. Eigentlich finde ich es konkreter, wenn man Gruppen. Ich meine, wir wissen alle, wo wir hinwollen, das Ziel ist klar. Und jetzt muss man sich halt Gedanken machen. Das kann doch jeder dahinter schreiben. Und dann kopieren wir nachher. Aber wir müssen ja wissen, welche Gruppen es gibt. Deswegen meinte er. Dass man das erstmal strukturiert und sagt, was für Arbeitsgruppen überhaupt. Und dann kann sich jeder eintragen. Ich kenne mich aus mit Werbung, aber nur mit Marketing. Da jetzt bestimmt, sollte man bestimmt auch differenzieren und sagen, der eine macht diesen Marketing-Aspekt und guckt, was kommt bei den Leuten an und wie kann ich wo ansetzen und der nächste setzt das um. Also, dass man das, also wir wissen ja, wie gesagt, jetzt alle, wo wir hinwollen. Und jetzt muss man sich eigentlich nur noch Gedanken machen, wer kann sich wie wo einbringen. Ich glaube, dass der Punkt, denn am Sonntag, wenn wir hier rein können, am Sonntag geklärt werden soll, so habe ich es verstanden, dass wir am Sonntag die Gruppen benennen und uns einbringen. Ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag, eine Gruppe Medienarbeit, eine Gruppe Vernetzung, eine Gruppe Marketing, eine Gruppe Internetvernetzung, also die Administratoren, die die Internetplattform betreiben. Und einmal eine Gruppe, die einen Aufruf oder eine Präambel, das meine ich auch. Oder jede Stunde ein Bild von einem Europäer. Sonntag geht nicht. Wir müssen uns einen anderen Termin suchen. Oder wir machen es bei uns zu Hause. Oder wird das zu viel? Nö, wird nicht. Eigentlich nicht. Wir sind ja ab 11 wieder zu Hause. Und ich denke mal, danach können wir. Okay, wenn ihr, dann würde ich vorschlagen, machen wir es bei uns zu Hause. Das ist ein Steinwurf weg von hier. Wenn ihr die Internet-Firma, die E-Mail-Adressen da lasst, schicken wir euch eine genaue Wegbeschreibung. Das ist nötig. Das ist auch nötig. Also ich müsste dann übrigens sehr genau lesen. Es wird natürlich erst schwierig, wenn man im Haus drin ist. Schon so manche auf halbem Weg. Können Sie ja Farbkleckse auf dem Treppen mal was machen. Hey, das ist die Idee. Machen wir. Ja, also wenn es nach mir geht, würde ich jetzt eigentlich vorschlagen, Schluss zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Irgendwann ist man erschöpft. Und ich möchte auch gerne darauf hinweisen, also nächste Woche ist das Treffen für Ausländer, die in Berlin leben, denen wir das Projekt vorstellen werden. Es wird also viel Wiederholung geben. International gesprochen? Nee, eigentlich Deutsch, also vielleicht ein bisschen Englisch. Aber ich würde sogar ganz klar meinen, da braucht nicht jeder zu kommen, weil es eine Zielgruppenveranstaltung ist. Ja, gut. Also wir sollten auch nicht, also eine Kerntruppe muss schon da sein. Aber das Wichtigste wäre, dass wenn ihr deutschsprachige Ausländer kennt, sie dafür zu interessieren und hierher zu bringen. Und in circa 14 Tagen das Treffen mit Künstlern, sogenannten Kulturschaffenden. Termin steht noch nicht genau fest, wo wir einfach über... Ich finde aber, dass sie nicht unbedingt nur deutschsprachig sein müssen. Ich erinnere jetzt wirklich nochmal ganz explizit an die Refugees, die in Kempern in der Schule dort sind, die uns halt Lokalitäten zur Verfügung stellen könnten, um sich dort zu treffen und in einem anderen Rahmen vielleicht zu machen. Man könnte diesen europäischen Rahmen sehr noch sprengen und das eben über Grenzen hinaus heraus katapultieren als Idee und eben die sozusagen auch denen klar machen, dass wir die mit drin haben wollen. Dass wir keinen ausschließen, sondern wirklich international agieren möchten. Was hältst du denn davon, dass wir da einfach noch zwei Veranstaltungen machen? Also ich denke, für unser Projekt ist also sehr wichtig, dass wir den Multiplikatoreffekt in die EU-Staaten haben. Und da wäre es meines Erachtens also rein technisch sehr schön, wenn man da Deutsch reden könnte. Denn diese Leute können wir dann möglicherweise auch als muttersprachige Übersetzer gleich in Anspruch nehmen. Deinen Gedanken halte ich für sehr wichtig. Nur wird die Sitzung komplizierter, wenn wir dann möglicherweise wegen zwei oder drei Leute
das Ganze nochmal in Englisch und möglicherweise noch in Französisch führen müssen. Ja, aber das müssen wir eben in Kauf nehmen, denke ich, und das wird unumgänglich sein, dass man das eben auch multisprachlich eben führen muss, früher oder später. Früher oder später auf jeden Fall. In der Zeit sollte man sich dann auch eben Gedanken machen, wie das eben möglich ist, aber eben auch lokal eben gar nicht erst ausschließen, sondern gleich sagen, jeder kann kommen, jeder ist eingeladen, jeder, der hier geht, darf mitreden und kann sich einbringen. Mhm. Ja. Jetzt schreibe ich mich doch auf, obwohl ich eigentlich mein E-Mail-Post wahrscheinlich nicht mehr aufmache. Und das Falle ist. Ob wir Logo zwei kriegen müssen, brauchen wir einen Namen. Wiedererkennungstechnik. Ich habe schon, im Endeffekt, wenn es um Europa und jedem einzelnen Menschen geht, wenn man zum Beispiel einfach so eine Facebook-Seite hat, dann kann man das haben oder jede Stunde ein Bild von einem Europäer hochladen. Mhm. Dann hast du das Logo einfach nicht. Nee, wir haben ja, kenne ich ihn, dann kann ich vom Australier unterscheiden. Ich habe persönlich ein ganz, ganz großes Problem. Mich erinnert das, was wir hier gerade machen, an die Anfänge der sogenannten Occupy-Bewegung. Also es ist auch echt überhaupt nicht böse, ich meine, dass ich mich da bei diesen Arbeitsgeschichten nicht anmelde. Aber ich habe gerade einfach ein enormes Déjà-vu. Ja, und ich weiß, wo das Ganze hinführt. Und die Ansätze sind genau die gleichen wieder. Also im Endeffekt wurde nicht daraus gelernt. Ja, aber klar, du willst es denn besser machen? Dann gibt doch mal eine Alternative. Siehst du willst von mir eine Lösung haben. Also. Ja, aber wir müssen doch erstmal, wie gesagt, das B erstmal erreichen. Ja, aber dass dir nicht gefällt, wissen wir doch. Aber das weißt du doch gar nicht. Doch, das haben wir doch eben schon gemerkt. Die Grundidee ist vollkommen in Ordnung. Finde ich auch total unterstützenswert. Ja? Aber die Herangehensweise ist halt immer die gleiche. So, und wir haben nicht daraus gelernt, dass wir jetzt schon nur an gewissen Meinungssachen schon total rückläufig sind. Also hallo jetzt. Ja? Jetzt sage ich dir aber ehrlich mal was. Wir fangen tatsächlich hier was Neues an, ja. Aber glaub bitte nicht, dass alle Leute grundsätzlich unstrukturiert sind. Ich habe eine ganz klare Struktur. Ich würde aus einer Gruppe ehrlich gesagt ausbrechen, wenn ich merke, dass sie zerfasert. Ja. Und das geht nicht. Und dafür müssen wir eben ein Koordinationstreffen machen, wo wir uns wirklich über Arbeitsschritte verständigen. Genau. Und wenn da keine Ordnung reinzubringen ist, dann können wir das Projekt abblasen. Dann werden wir nämlich niemals in der Lage sein, eine europäische Bewegung in den Gang zu setzen. Und von daher sind solche Treffen absolut entscheidend. Ich denke, das ist noch ein ganz anderer Unterschied, weil es ja schon eine Zielsetzung hat. Nicht so wie bei Occupy, was machen wir jetzt oder so, sondern das geht ja schon in europäische Verfassung hin, in die Richtung. Also ich sag mal so, dann ist es eher eine, hat ja auch die Gruppe sozusagen immer einen Auftrag innerhalb des Projektes. Ja, was nun immer Öffentlichkeitsarbeit oder, ja. Aber Jörg, du kannst aber grob verstehen, was ich meine, oder? Ja, aber vielleicht haben wir ja da jetzt einen Vorsprung, dass wir diese Erfahrung alle schon gemacht haben. Und alle erstmal schön ausgelutscht und zerfasert. Deshalb meine ich, dass ich gerade echt ein Déjà-vu habe. Ja, dann lass uns doch mal Strategien entwickeln, bitte. Ja, das können wir gerne machen. Definieren wir mal das ist B. Das brauchen wir aber nicht hier machen, sondern dafür haben wir ja schon gesagt, es wird Arbeitsgruppen geben. Ja? In den Arbeitsgruppen wird grundsätzlich müssen erstmal Informationen eingeholt werden. Ja. Wie zum Beispiel, wie ist diese Idee der Verfassung in Island zum Beispiel entstanden? Mhm. Das ist ein enorm wichtiges Ding, Top-Ding. Aber vorher brauchen wir uns auch überhaupt keine Gedanken machen über Logos oder wie wir irgendwelche Flashmobs machen. Ist für mich total irrelevant. Gut. Also, also erstmal müssen wir die Informationen sammeln, um zu wissen, mit wem haben wir es überhaupt zu tun und mit was haben wir es überhaupt zu tun. Daniel, das Ding ist, wir haben jetzt schon einiges an Informationen gesammelt. Wir sind Menschen, die schon einiges da zu wissen, deswegen sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter als du jetzt gerade, weil wir schon jetzt erst dabei sind. Wie bringt man dann die Informationen an alle, so dass sich alle damit auseinandersetzen können? Genau, das ist auch wieder möglich. Jeder auf seine Weise. Die Leute, die jetzt schon aktiv sind, die interessieren sich halt auch dafür, weißt du? Also denen kann man das ja erstmal nahebringen. Aber ich denke, wir sind schon an dem Punkt, dass wir dem sogenannten Volk das nahebringen wollen. So. Aber erstmal müssen wir den Leuten, die es verkaufen sollen, denen müssen wir es doch erstmal hundertprozentig beibringen. Wie machen wir das? So. Wie erreicht man denn eine Welle? Nicht indem man eine Welle hat, sondern indem man erstmal kriegen Anstoß. Das haben wir ja schon gesprochen über verschiedene Medien. Also ich habe ja zum Beispiel einen Artikel geschrieben, wir machen Videos über Interviews,
wär gut, wenn mehr Leute ihre Statement sozusagen schreiben, über Alex Elf zum Beispiel, einfach dazu schreiben, warum sie das gut finden, einfach das über mehrere Kanäle verbreiten. Und eben Radio und sowas haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Und Medienarbeit halt. Sobald sich auf einer guten Idee im Konsens gefunden hat, auf europaweiter Ebene, wird sich quasi, da sollte man sich wenig Sorgen machen, weil sich dann Multiplikatoren von ganz alleine finden. Es hat angefangen mit zum Beispiel dem Prinzip der Assemblea, um es mal als konkretes Beispiel zu nehmen. Es wurde quasi in Spanien entwickelt, hat sich von da aus dann in Europa über das Internet quasi in Nullzeit total schnell übertragen. Die Griechen haben es angefangen nachzumachen, in Deutschland ist es angekommen. Frankreich wird damit teilweise gearbeitet, wenn man es